Hallo Welt, da sind wir wieder hier in Quincy. Und es wird jetzt hoffentlich etwas ruckelfreier hier weitergehen. Moment. Na, okay, es geht. Ja, wir sind hier als Quartiermeister für die Stählerne Bruderschaft. Nochmal. Vielleicht zum letzten Mal, aber so ganz genau wissen wir das noch nicht. Einem Safe können wir doch nicht widerstehen, wenn wir ihn mal finden. Und wir werden gleich wieder überladen sein. Das nehmen wir auf dem Rückweg, nehmen wir das mit. Das Schiff da oben, die USS Constitution. Das war witzig. Schade, dass wir nicht mitgeflogen sind. Hier ist ja nichts. Ja, als Quartiermeister. Oh, für die Bruderschaft. Ich habe möglicherweise ungewöhnliches Verhalten entdeckt. Dürfen wir hier ein bisschen aufräumen? Da war ja doch einer. Na, zeig dich. Wir wissen doch, dass du daherläufst die ganze Zeit, zickzack hin und her. Vielleicht hat er sich aber auch hingesetzt. Oder sie. Oder er, sie. Tut sich nichts. Hast du das gehört? Ah, da ist vielleicht eine Treppe, vielleicht ist da doch nach unten. Oder sie. Oder es. Gree. Psst, wir schleichen. Ja, unser Ziel müsste eigentlich links auf der Brücke sein, irgendwo. Ja, und die wirklich schweren Sachen, die haben wir doch eigentlich hinter uns gebracht hier. Also ich meine, die wir jetzt dort vorfinden werden, die dürften eigentlich nicht mehr so schwer zu schlagen sein. Da unten ist ja noch eine Etage. Die schlafen jetzt alle vielleicht. Ja, dann schleichen wir uns mal. Aha. Wir sind glücklicherweise nicht allein. Das ist gut. Jemand ist in der Nähe. Vielleicht ist er uns freundlich gesonnen. Sehr schön.
Ja, unglaublich, wie viele hier sind. Aha. Dann gehen wir doch ganz vorsichtig mal weiter. Ja, ist schon hinüber. Okay, weiter geht's. Oh, Treppe. Hä? Was? Ja, du! Dann schieß! Ich halte dir den Rücken frei. Das hätte ich gerne gesehen, habe ich aber nicht. Wow! Hat er jetzt davon? Du auch, komm her! Okay. Fall nicht darunter, Curry. Ich weiß, du würdest gerne, aber lass es lieber. Setze Kampfhandlungen fest. Weitere Feindseligkeiten. Ich sehe schon, Curry hat was ganz anderes da. Ach so, wir sollten hier niemanden abmurksen, wir sollten nur etwas holen. Jawohl, Reflexkondensator. Ja, Curry, komm, wir gucken mal, was du da hast. Na, hast du doch erwischt, scheinbar. Och ja, dann für den Rückweg brauchen wir, glaube ich, jetzt kein freies Gepäck. Wir können uns jetzt, glaube ich, voll machen hier. Also hier alles zu looten, das kann eine halbe Ewigkeit dauern. Und wir haben ja eigentlich genug Material, was so auf dem Weg liegt. Was auf dem Weg liegt, das nehmen wir mit. Kopfkissen? Ha! Wir erklären denen die Kopfkissen, natürlich. Lecker essen. Licht. So viele schöne Kissen für uns.
können wir uns eine Kissenburg nachher bauen. Ja, leider kommen wir nicht rüber und ja, wir kommen rüber. Natürlich, wir brauchen ja nur darüber zu gehen und da ist so viel Loot. Aber ehrlich gesagt möchte ich auch ganz gerne wieder in die Siedlung zurück zum Bauen. Und wir haben ja noch einen anderen Weg vor uns. Die andere Aufgabe führt uns nämlich Richtung Far Harbor. War das denn jetzt der Quartiermeister, den wir jetzt erledigt haben? Also die Aufgabe, meine ich. Die Aufgabe, Quartiermeister. Ja, der Tresor. Ja gut, überladen sind wir sowieso schon, dann können wir doch hier auch alles mitnehmen, was wir so reingesteckt haben. Gehen wir noch mal schlafen vorher. Ja, wir müssen ja nicht nachts hier rumrennen, also schlafen wir uns mal 4 Stunden aus. Ist man da schon genug ausgeruht? Na, ich denke, wir schaffen das. Ich fühle mich wunderbar erholt. Curry ist wunderbar erholt, dann sind wir das doch bestimmt auch. Müssen wir uns mal ein Beispiel nehmen. Man sollte immer einen Pümpel dabei haben, um zu pümpeln. Okay. Ja, aber das muss ja auch sein mit dem Loot, denn das ist eine, wie gesagt, das ist ja eine ziemlich schwierige Gegend. Ja, und wir sind raus. Und dann geht's jetzt ja, Richtung Far Harbor. Unterwegs werden wir die ein oder andere Siedlung von uns streifen und da können wir dann also nochmal unsere Sachen ablegen. Wobei in Far Harbor werden wir wahrscheinlich weniger in den Nahkampfangriff gehen. Campingplatz des Nationalparks, da hat er uns hingeschickt. Das ist das nämlich. Ein kurzes Jagdgewehr hat er hier liegen lassen. Und sein Filzhut. Oh. Ist er da runtergefallen? Oder hat sich untergestellt? Das ist vielleicht dieser Autor, über den haben wir doch mal was gehört, gelesen. Ich würde ja auch gerne mal zum Vault 88, da gibt es bestimmt jede Menge Wasser. Nee, komm, auf nach Far Harbor, damit wir dann bald wieder weiterbauen können. Müssen wir durch Jamaica Plain? Ich glaube, nein. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Der hat zu lange gewartet auf seinen Anruf. Aber das ist ja auch eine Telefonzelle. Ja, aber es gab Telefonzellen. Die konnte man anrufen. So etwas gab es. Zwar konnte das nicht jede Telefonzelle, aber ein paar konnten das. Warum rede ich hier so in der Vergangenheitsform? Ich glaube, es gibt keine Telefonzellen mehr, oder? Das wäre doch mal eine gute Erfindung jetzt. Dann muss man sein Handy nicht immer mitnehmen, sein Smartphone. Ja, wäre schon praktisch. Ah.
Okay, dann hecheln wir uns eben Richtung Far Harbor. Unterwegs werden wir außer Jamaica Plain noch die ein oder andere Siedlung von uns streifen und da werden wir dann die Sachen da lassen. Dann hecheln wir auch nicht mehr ganz so stark. Sollen wir direkt durch Boston oder gehen wir außen rum? Oh nein, der Körper kann Gewebeschäden reparieren, aber eine hohe Strahlenbelastung in kurzer Zeit kann schnell tödlich enden. Ich empfehle Vorsicht. Okay, Curie. Abgemacht. Dafür gibt's Punkte. Ah, dann war das irgendeiner der Minutemen vielleicht. Wer? Wo? Die hocken auf der Brücke, oder? Oh, es könnte sein. Egal, da hinten kommt ein Vertibird der Bruderschaft. Die werden sich ja wohl schon drum kümmern. Ach so, hier sind wir. Es ist etwas in der Nähe. Identität unbekannt. Ja, das war jetzt nur aus Spaß. Hätte gar nicht sein müssen, oder? Ja, mal sehen. Ist denn hier nicht auch ein Ort der Zufallsbegegnungen? Na, ein Stück weiter. Wenn wir links gehen würden, dann ja. Ja? Wo denn? Und einem gelben Haus da, glaube ich, auch. Könnte man auch mal zufällig wem begegnen, aber... Wir kämpfen. Warum führen wir nicht lieber eine Diskussion? Wie zivilisierte Leute. Ist er schon hinüber? Scheint so, der bewegt sich nicht mehr. Curie, wenn du da jemanden... Wir sollten nun wieder sicher sein. Wenn du da jemanden verprügelst, dann nimm ihm wenigstens die Sachen ab. Munition und alles. Ach, da weiß man nicht. Sind das friedliche Plünderer oder... Ja, das sieht mir aber seltsam aus. Ah, wir haben doch hier... Haben wir nicht? Ich benutze den so selten in Wets. Ich weiß gar nicht, welche... Plünderer. Nicht unbedingt friedlich, aber Plünderer. Ich wusste gerade gar nicht mehr, welche Taste das war. Instinktiv habe ich auf Q gedrückt. Ich glaube, das war auch richtig. In den Nacken. Ah, und wo geht's jetzt mit uns weiter? Oh, das ist ein bisschen hell hier für diese Waffe. Ja, hier haben wir unser Maskottchen-Kostüm her, den Bärenkopf hier. Den Bärenkopf. Aus dem Gebäude hier. Da, wo Bärs dran steht. Können wir nicht hier lang gehen? Nee, ich glaube, wir gehen hier lang. Das ist schon der richtige Weg. Einen haben wir ja schon erwischt. Rein müssen wir nicht unbedingt. Oh, Moment. Zufallsbegegnungen? Ist noch ein Stück weiter runter in diese Richtung. Da könnten wir Glück haben. Wer hat das eigentlich hier zugemacht? Wenn wir das öffnen, dann wissen die doch sofort, dass da einer kommt. Aber die wissen nicht, dass es ein Bär ist.
Ja, die Waffe kann noch was. Die kann richtig was. Die kann was. Peng! Ich brauche nicht Peng zu machen, die macht schon Peng. Von sich aus, freiwillig. Okay, liebe Welt da draußen, wir sind wenigstens zum DB Technical High School Gebäude gekommen. In Massachusetts. Dankeschön. Kein Teddy am Steuer hier? Nein, kein Teddy am Steuer. Aber ein Globus. Auf dem Boden. Ist das etwas wert? Die Welt an der Oberfläche ist sehr verwirrend für mich. Kein Problem. In der nächsten Folge geht es weiter Richtung Far Harbor, also ich darf mich bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.